Ja, Leute, willkommen zurück zu XCOM Enemy Unknown. Beim letzten Mal haben wir erfolgreich alle Aliens auf dem Schlachtschiff besiegt. 23 an der Zahl. Die Kerben haben jetzt alle im Gewehr. Und wir haben 2 Fusionskerne erbeutet. Und wir gucken jetzt mal in die Forschung. Neue Forschung beginnen. Fusionslanze. Wir haben viel interessantes Material aus dem UFO-Wrack der Schlachtschiffklasse bergen können. Wenn wir die Funktionsweise der Alien-Fusionskerne besser zu verstehen lernen, neige ich zu der Vermutung, dass sie uns die Grundlagen für eine unglaublich mächtige Luft-Luftwaffe liefern könnten. Okay. Und Atom-Lenkraketenwerfer. Mithilfe der verbesserten Waffentechnik aus dem großen UFO sollten wir den Prototypen eines neuen Werfers mit unglaublich starken Sprengprojektilen bauen können. Coole Sache. Dann machen wir erstmal die Fusionslanze. Projektbeginn. Okay. Sehr coole Sache. Ja, wir müssen noch ein bisschen auf die Firestorms warten, weil wir können ja nicht bestimmen, in welchem Hangar die landen sollen. Oder? Ne, können wir nicht. Nicht genug Hauptbuchten im XCOM Hauptquartier. Ja, okay. Die 3 müssen erstmal fertig gebaut werden und verlegt werden. Das heißt, es dauert noch 6 Tage. Der ist noch 6 Tage in Reparatur. Hm? Ja, mal gucken. Ist, kritisch wird es nicht werden, aber naja. Kaserne, ja. Brongo hat auch seinen maximalen C-Rang erreicht. Das ist schon mal sehr gut. Und viel mehr können wir eigentlich im Moment nicht machen. Ganze Geld, ganze Illyrium werde ich mir erstmal aufsparen, denke ich. Ja, für dann die neuen Waffen. Und jetzt gucken wir erstmal und lassen bis zum Ratsbericht laufen. Also hoffentlich ohne Unterbrechung. Ja. Ausgezeichnete Arbeit, Commander. Der Rat ist erfreut, dass sich unsere Unterstützung für dieses Projekt gelohnt hat. Blabla. Wir hoffen, dass die derzeitigen Erfolge erst der Anfang einer dauerhaften Bemühung sind, die außerirdische Bedrohung auszuschalten. Ja, ja, ja. Die Bewertung haben wir, weil wir ein UFO haben entkommen lassen. Das war aber notwendig, um eben das Schlachtschiff anzulocken, sage ich mal. Deswegen, ich kann damit gut leben. Wir kriegen 14 Wissenschaftler, 14 Ingenieure. Haben ein UFO abgeschossen, 2 Terroreinsätze. Nee, 2 UFOs abgeschossen, 1 Terroreinsatz, 3 Forschungsprojekte, 3 UFOs gestürmt und 1 entkommen lassen und dann gleich eine Bewertung nur. Ihr seid aber auch anspruchsvoll. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Jap, jap, mach mal. So, jetzt können wir eigentlich weiterhin immer noch nichts machen. Weil wir noch warten müssen auf die Fusion, auf die Firestorms. Forschung abgeschlossen. Codename Gottesfinger. Aha. Fusionslanze zur Herstellung verfügbar. Diese Waffe gehört zu den stärksten, die wir je von den Außerirdischen erbeutet haben. Und wir haben ihre vernichtende Wirkung schon an unseren eigenen Jägern erleben müssen. Leider ist sie eindeutig für ein viel größeres Schiff gedacht, mit mehr Tragfähigkeit als alles, was wir derzeit besitzen. Um den Mechanismus an unsere Jäger anzupassen, mussten wir die integrierte Energieversorgung und die Wärmetauscher in viel kleinerem Maßstab völlig neu entwerfen. Wenn wir diese Waffe einsetzen können, habe ich keinerlei Zweifel, dass unsere Piloten dem Gegner im Kampf um die Luftüberlegenheit zumindest ebenbürtig sein werden. Oh yeah. Die Fusionslanze ist die mächtigste Flugabwehrwaffe, die XCOM derzeit hat. Mit ihr sollten unsere Firestorm-Abfangjäger jedes UFO vom Himmel holen können. Benutze die Option Baue, kaufe Gegenstände in der Technikabteilung, um diesen Gegenstand herzustellen. Nice. Und den Lenkraketenwerfer. Ich weiß Ihre Unterstützung für das Forschungsteam zu schätzen, Commander. Die Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. 110, Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Ja. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Mhm. Also 108 Ingenieure und 110 Wissenschaftler. Technikabteilung, Baue, kaufe Gegenstände. Fusionslanze. Die ist ja günstig. Verhältnismäßig zumindest. Gut, die können wir herstellen lassen, wenn wir mit unseren Firestorms durch sind. Die brauchen ja noch 2 Tage. Ich will das trotzdem mal speichern. So.
Und dann gucken wir mal, ob wir die 2 Tage laufen lassen können. Ja, sehr schön. Neue Projekte will ich eigentlich gar nicht. Ich will in den Hangar. Und möchte... dich nach da. Okay. Und dich nach... Moment. Dich nach da. Und dann brauchen wir noch 2. Nee, ich will keinen Abfangjäger kaufen. Ich will 2 Firestorms bauen. So, Auftrag erteilen. Fusionslanzen möchte ich haben. Für jeden Abfangjäger 1. Und dann will ich das nochmal speichern. Und wieder laufen lassen. Hoffentlich, Verlegung dauert 3 Tage. Ich dachte, es dauert 1. Sehr schön. Atomlenkraketenwerfer. Codename Tunguska. Nuklearwerfer zur Herstellung verfügbar. Auch wenn ich skeptisch war, ob es sich lohnen würde, noch eine Waffe nach unserer traditionellen Methode zu bauen, große Raketen mit schweren Sprengladungen, so haben wir doch bei unseren Tests einige interessante Entdeckungen gemacht. Unser Prototyp, es hinnigerweise Nuklearwerfer genannt, hat sich als erstaunlich wirksam erwiesen, was seine Durchschlagskraft bei der scheinbar undurchdringlichen Schutzrüstung der Aliens angeht. Wir haben außerdem das eingebaute Zielerfassungsmodul mit mehreren Anleihen aus der Alien-Technologie verbessert. Das Ergebnis sind Raketen, die sich selbst ins Ziel lenken, selbst wenn dieses Ziel beim Abschuss gar nicht sichtbar ist. Oh cool. Ich glaube, dass es immer noch Raum für weitere Feinarbeiten an dieser Waffe gibt, aber die Produktion der aktuellen Version sollte beginnen können, wann immer sie wollen. Neuer Gegenstand verfügbar, Nuklearwerfer. Die Integration hochentwickelter Navigationsmodule der Aliens macht das Abfeuern selbst gelenkter Raketen möglich, die ein Ziel auch ohne direkten Sichtkontakt ansteuern können. Ein eingebauter Alien-Fusionskern verstärkt zudem erheblich den Schaden. Das ist ziemlich cool. Ist das jetzt das letzte Update oder kann da noch mehr kommen? Das frage ich mich gerade. Also neu können wir nichts forschen. Nuklearwerfer. Alter Schwede, 43 Illyrium. Das ist aber eine Menge. Bei 2 hapert es uns tatsächlich nur am Illyrium. Das heißt, wenn uns jetzt noch irgendwann mal ein UFO über den Weg fliegt, können wir noch ein bisschen Illyrium abgreifen und den 2. bauen. Aber wir haben erstmal den 1. Und den... Wo ist er denn? Da ist er. Nuklearwerfer. So, der Raketenwerfer, Reichweite Mittel, Basisschaden 6, Crit 0, kritischer Schaden 9. Sprengradius von 3 Feldern, Verbündete erleiden Schaden. Nützlich, um Deckung zu zerstören. Okay, was haben wir hier dann? Reichweite Mittel, Basisschaden 9. Crit-Chance immer noch 0, aber kritischer Schaden 13. Verbesserung der konventionellen Raketen für gezielteren Einsatz auf dem Schlachtfeld. Deutlich mehr Schaden als der konventionelle. Atomraketen haben einen Sprengradius von 3 Feldern. Auch Verbündete erleiden Schaden und nützlich, okay. Das übliche. Bam! Jawolla! Kann ich dich drehen? Kann ich dich drehen? Nee, kann ich nicht. Konnten wir die nicht irgendwie angucken? Nö. Nö.
Menü. Was mache ich hier? Ich drücke A und D. Was mache ich auf A und D? Keine Ahnung. Hoffentlich nichts Schlimmes. Ich habe alles kaputt gemacht. Können wir in die Tastenbelegung gucken. Optionath. Spiel. Interface. Tastenbelegung. A und D. Ah. Navigiere oben, navigiere unten, navigiere links, navigiere. Okay. Also habe ich nichts kaputt gemacht. Sehr schön. Ich freue mich, dass wir endlich den Nuklearwerfer haben. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das die maximale Stufe ist oder ob wir da jetzt irgendwie noch was erbeuten können und den besser machen können. Ich werde da mal nachgucken. Ihr könnt mir es aber auch gerne schreiben. Da muss ich nicht nachgucken. Und jetzt scannen wir erst einmal und hoffen, dass wir die Jägerverlegung dann hinkriegen. Flugzeugtransfer abgeschlossen. Super, 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 super. Ja, Avalanche-Raketen von wegen. Waffe ändern, Fusionslanze, Präzision. Wir können ja mal vergleichen. Feuerrate mittel, Feuerrate langsam, Schaden hoch, Durchschlagskraft hoch. Okay. Jo. Fusionslanze, einmal. Fusionslanze zweimal. Und Fusionslanze dreimal. Geile Sache. So, dann kommen noch zwei. Hier guckt er wieder raus, der Lümmel. Zwei Firestorms kommen in 10 Tagen nach. Ja, 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 ja. Ich frage mich gerade, ob ich noch laufen lasse bis zum nächsten Ereignis. Können wir eigentlich machen, ne? Wir sind ja erst bei 12 Minuten. Weil mehr können wir eigentlich gerade nicht machen. Wir brauchen noch Illyrium für den zweiten Werfer. Sehr gut. Hua, alle sind bewaffnet. Wie geil. EMP-Kanone und Fusionslanze. Voll cool. Und zwei Firestorms im Bau in 7 Tagen Bright. Wir könnten eigentlich schon mal den ersten in die Golobkammer setzen, oder? Wir warten erstmal noch ein bisschen. Kontakt entdeckt. Abfangjäger. UFO, Größe groß. Starten wir den Abfangjäger. Oh, EMP-Kanone oder Fusionslanze? Fusionslanze. Bam! Sollte ja relativ problemlos funktionieren. Bam! Sehr schön. Firestorm hat das Silo abgeschossen, Überwachung meldet Bewegung. Firestorm wurde beim Zusammentreffen leicht beschädigt. 12 Gegner. Ethera, Elite, Mutant, nichts Schweres. Da können wir die drei mal mitnehmen, die noch nicht Maximallevel sind. Also Zui, den Rascal und den Allday. Ja, das werden wir tun. Das werden wir aber beim nächsten Mal tun, würde ich sagen. Kürzere Folge, dafür war die letzte länger. Es gleicht sich alles im Leben aus. Blöder Spruch. Mit dem möchte ich aber die Folge beenden. Ich sage an dieser Stelle danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, dann lasst mir einen Daumen da und wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder. Stellen unseren Trupp für den UFO-Absturz zusammen und bis dahin sage ich ciao, ciao.